ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Sish fliegt in getarntem Zustand zu der eben von Vivian ermittelten Position. Langsam nähert sie sich mit der Vergo dem Asteroidenfeld. Dax beginnt jeden Asteroiden einzeln zu scannen. Nach einiger Zeit stellt Dax einen ungewöhnlichen Messwert fest. Ihrer Meinung nach könnte dies ein holographischer Schild sein. Von dem, was Vivian und ihre Crew über die Asteroiden wussten, war der mit den ungewöhnlichen Messwerten einer dieser Kandidaten, die Jackson mit seiner Vermutung angesprochen hatte. Ich denke, wir haben unsere Piratenbasis gefunden. Ich bin für Vorschläge offen. Lasst hören. Ich habe nämlich keine Lust, mich ständig zur Zielscheibe von den Terrillianern machen zu lassen. Ich schlage vor, du aktivierst deinen Schutzanzug und wir zappen in einen ruhigen Korridor und erkunden die Piratenbasis. In Ordnung. Es kann losgehen. Der Asteroid war so gewaltig groß, dass es im Inneren wie in einem Bergwerk aussah. Zunächst war nichts Besonderes zu finden, doch dann hörte man dumpfe Schläge und jemanden laut stöhnen. Eileen und Vivian gingen in die Richtung, aus der sie die Geräusche hörten. Als sie in der Höhe des Aufzugschachtes waren, sahen sie die beiden Schläger, eine Frau, die offensichtlich an die Gittertüre des Fahrstuhls gefesselt war, verprügelten. Vivian, ihre Augen sind zu geschwollen. Machen wir sie los, wir kommen später zurück. Kommt ihr schon wieder, um mich zu verprügeln? Nein, wir werden dich erstmal mitnehmen und medizinisch behandeln. Wenig später im Quartier von Vivian. Wie sind wir so schnell von diesen Bastarden weggekommen? Eileen und ich besitzen eine besondere Fähigkeit. Wir können uns durch unsere Gedanken im Raum bewegen. Interessante Fähigkeit. Ihr habt mir den Hintern gerettet. Lange hätte ich es dort nicht mehr durchgehalten, aber ich muss zurück. Wieso das? Ich hatte Fracht, auf die sie scharf sind. Sie wollen die Codes, damit sie die Waffen benutzen können. Die du ihnen nicht gegeben hast. Und deswegen haben sie dich verprügelt. So ist es. Ich muss die Dinger hochjagen. Die Waffen sind auch gefährlich, wenn sie nicht scharf sind. Du kommst doch dort nicht mehr weg. Von was für Waffen sprechen wir überhaupt? Von 50 Phantomraketen. 50? Damit kann man einen ganzen Sektor platt machen. Was muss ich tun, damit sie explodieren? Du kommst nicht mehr weg, nicht wegen mir. Ash, wir haben Möglichkeiten, sehr schnell wegzukommen. Meines Wissens reichen 2 falsche Ziffern und der Countdown beginnt. Richtig. Wir haben da nur 2 Parsec Zeit. Wenn 50 hochgehen, ist die Druckwelle noch eine galaktische Einheit entfernt zu spüren. Ich schaffe das, Vivian an sich. Captain, was gibt es? Gib alle Koordinaten ein, um einen Sprung von 2 galaktischen Einheiten zu machen. Sobald ich zu dir auf die Brücke zeppe, musste starten. Es darf keine Verzögerung geben. Wir haben nur ein paar Sek Zeit. Ich gebe die Koordinaten ein und bin bereit, sobald sie es sagen, Sish Ende. Kein Schiff kann solch einen großen Sprung in so kurzer Zeit machen. Dann lernst du jetzt das erste Schiff kennen, das das kann. Wo ist sie jetzt hin? Den Code falsch eingeben. Ihr zieht das wirklich durch. Aber sicher. In
In der Haut von den beiden Idioten möchte ich jetzt nicht stecken. Ich auch nicht. Vivian ging lautlos vorbei. Indem, dass sie hier Wachen aufgestellt hatten, wiesen sie Vivian den richtigen Weg. Unglücklicherweise war ein Wachposten bei den Raketen. Vivian musste nur noch den falschen Code eingeben. Sich-Sprung. Jawohl. Als sich im Asteroidengürtel die Explosion ereignet, ist diese selbst auf der Gammon eine astronomische Einheit entfernt zu spüren. Sie löst selbst dort noch die Schutzschilde aus. Bei allen Galaxien. Diese Frau ist... ist... Commander, das Wort, das Sie suchen, ist gefährlich? Nachdem die Virgo und ihre Besatzung wieder an Sicherheit waren, wandte sich Vivian an Jackson. Wo fange ich jetzt an mit meinem Bericht? Ja, Eileen und ich haben auf der Piratenbasis jede Menge Militär der Terrilianer angetroffen. Beim Erkunden haben wir eine Gefangene, die während wir dort waren, gefoltert wurde, gefunden. Ich habe beschlossen, sie sofort mit an Bord zu nehmen. Wie sich herausstellte, ist sie vom sorianischen Militär. Sie hat mir berichtet, dass sie einen Frachter mit 50 Phantomraketen transportiert hat. Diese 50 Raketen waren auf der angeblichen Piratenbasis gelagert. Deswegen der Knall, ich verstehe, du hast sie hochgejagt. Da uns keiner gesehen hat, war es schlechter Umgang mit den Waffen. Die Terrilianer bereiten ganz offensichtlich einen Krieg vor. Ich frag mich nur, wo sie inzwischen überall ihre Spione haben. So wie ich das sehe, kannst du davon ausgehen, dass sie auf jeder Basis ihre Spione haben. Das können aber auch Schläferzellen sein, also noch nicht aktivierte Spione. Die findet man doch nie. Es sei denn, man entführt den Commander des größten Schlachtschiffs der Terrilianer, denn er kennt alle Spione. Bist du wahnsinnig? Das kommt einer Kriegserklärung gleich. Vivian, genau genommen, hast du ihnen die schon gemacht. Wenn das nicht auf der Raumbasis Sur der Fall war, dann als wir die Jäger abgeschossen haben, aber spätestens jetzt, als ihre geheime Basis zerstört wurde. Es hat mich keiner gesehen, uns keiner gesehen. Vivian, Jackson hat recht, sie werden ohne es zu wissen das Richtige annehmen. Wenn ihr führender Kopf, ihm nichts verschwunden ist, könnte ich mir vorstellen, dass Panik ausbricht bei ihnen und sie dann alle ihre Leute kontaktieren. Das wäre die Gelegenheit, alle ausfindig zu machen. Dann müssten wir Tom Clark kontaktieren. Du musst ihn unbemerkt hier auf die Virgo bringen. Nur hier können wir sicher gehen, dass er nicht abgehört wird. Sish, wir bleiben getarnt. Fliege mit maximaler Geschwindigkeit zur Raumbasis Zor. Captain, neuer Kurs liegt an. Ich bringe die Virgo so nah wie möglich an das Kommandomodul. Sehr gut, Sish. 500 Parsec später im Büro des Stationsleiters der Raumbasis Sur. Tom, Sur ist unterwandert worden. Ich brauche deine Hilfe. Was sagst du da? Meine Hilfe? Wie? Ist das möglich? Ich habe dich hierher gezappt. Du kennst Major Ash? Ja, sicher. Ash, wie siehst du aus? Was ist passiert? Wir haben angenommen, du bist mit dem Frachter explodiert. Ich wurde von den Piraten aufgebracht, die in Wirklichkeit ein terrilianisches Kommando sind. Nein, das heißt Waren. Hätte mich Vivian und Eileen nicht befreit, wären ihnen die 50 Phantomraketen in die Hände gefallen. Aber sie sind hochgegangen. Wie habt ihr das überlebt? Das musst du Vivian fragen. Sie hat so einige Tricks auf Lager. Wobei wir beim Thema sind. Vivian, ich stelle die Frage nochmal, wie komme ich hierher? Dieses Mal möchte ich aber eine Antwort.
Tom, die sollst du auch bekommen. Vivian und Eileen können sich nur durch ihre Gedanken durch den Raum bewegen. Somit ist es möglich, unentdeckt an beliebigen Orten einzudringen. Dabei haben wir eine Entdeckung gemacht, die wir dir nur direkt 1:1 mitteilen können. Die Gemmen hatte 6 terrillianische Spione an Bord. Eileen und ich konnten sie eliminieren. Commander Fork hält zurzeit Funkstille über dieses Thema. Es ist das einzige Schiff, das nachgewiesen frei ist von Spionen. Davon ist auszugehen. Vivian, Eileen und ich haben einen Plan, wie wir die ganzen Spione auf einen Schlag erwischen können. Jetzt bin ich gespannt. Lasst hören, was habt ihr vor? Zunächst müssen wir das Hauptkommandoschiff der Terrillianer finden. Danach werde ich den Commander des Schiffs entführen. Danach werden sie alle Spione kontaktieren, um ihn ausfindig zu machen. Wenn wir vorbereitet sind, werden sie damit ihre ganzen Spione enttarnen. Moment. Wenn nur der Commander des Terrillianischen Kommandoschiffs verschwindet, werden sie es gleich den Sur anhängen. Wenn jedoch auch ich verschwunden bin, noch vor deren Commander, ist die Frage, wer kann das sein? Allerdings weiß man, dass du da bist. Die Vergo ist getarnt. Kein Scanner macht uns aus. Also genau genommen bist du schon entführt worden. Wir haben ein sauberes Schiff, die Gemmen. Und das Wissen, dass es die Terrillianer auf einen Krieg abgesehen haben. Kaum herrscht Frieden. Schon sorgt wieder irgendein Idiot dafür, dass es Unzufriedenheit gibt. Eine Idee, wo sich das Kommandoschiff aufhält? Ich habe eine genaue Idee, wo das Schiff ist. 2 galaktische Einheiten von der Raumbasis Sur entfernt gibt es eine Raumfalte. Aus dieser heraus agieren die Terrillianer. Eine Raumfalte? Was soll das sein? Das ist eine brandneue technische Entdeckung der Terrillianer. Auf diese Art und Weise können sie ein ganzes Geschwader verstecken. Sish, wir springen zur Gamon. Wir bleiben getarnt. Neuer Kurs liegt an Captain. Vivian gab Sish den Befehl, neben der Gemmen aufzuschließen und getarnt ohne deren Wissen in den Hangar der Gemmen einzuschleusen. Zugegeben, das Manöver war äußerst riskant. Die Anwesenden konnten jedoch nicht ausschließen, dass es nicht doch ein getarntes terrillianisches Schiff in der Nähe gab. Mann, bei allen Galaxien, wo kommen Sie plötzlich her? Commander Clark, Sie auch? Ich weiß, dieser Auftritt ist beängstigend. Sie werden jedoch gleich verstehen, wie wichtig unsere Information ist. Major Ash, bitte berichten Sie. Mein geheimer Frachter wurde mit 50 Phantomraketen von Piraten aufgebracht, so schien es zumindest anfangs. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Piratenbasis von terrillianischem Militär betrieben wird. Zu unser aller Glück war Vivian Vergo rechtzeitig zur Stelle. Sie hat dann die Piratenbasis mitsamt den Raketen hochgejagt. Wie um alles bei den Nebeln von Antara sind sie rechtzeitig in Sicherheit gekommen. Wir waren eine galaktische Einheit entfernt und wurden noch ordentlich durchgeschüttelt. Die Vergo besitzt einen modifizierten Sprungantrieb, dazu aber später mehr. Wir planen, den Commander des terrillianischen Kommandoschiffs zu entführen, um durch diesen Trick das terrillianische Spionnetzwerk zu zerstören. Dazu müssen ab jetzt alle Frequenzen überwacht werden. Weil das auch so einfach ist, Miss Vergo. Ich meine die Entführung des Commanders des terrillianischen Kommandoschiffs. Die Frequenzen zu überwachen ist hingegen leicht. Commander Fork, der Einwand ist berechtigt. Ich brauche ein Team, das den terrillianischen Commander in Empfang nimmt, wenn ich mit ihm zurückkomme. Ich bin zwar in der Lage, ihn hierher zu bringen, aber das Verhör müssen Sie übernehmen. Ich besitze nicht die Geduld. Es könnte leicht passieren, dass ich mich vergesse. Vergessen? Dem Agenten, den Vivian verhört hat, dürfte noch immer der Kiefer schmerzen. Deswegen sollte das Verhör wirklich von Ihnen, Commander Fork, erledigt werden. Wie wollten Sie an den Commander herankommen? Das zeige ich Ihnen im Laderaum der Vergo. Ich bin bereit. Ich auch, Eileen. Du kannst loslegen. Bei allen Galaxien... Ich glaube, wow, wie fehlen die Worte. Jackson, jetzt verstehe ich. Habe ich dich. Haben Sie geglaubt, Sie könnten mich ungestraft jagen? Zur gleichen Zeit auf dem terrillianischen Kommandoschiff.
Major, haben wir noch irgendeine funktionierende Sonde im Sektor Antara? Commander, die Druckwelle hat alle Sonden zerstört. Es gibt keine Telemetriedaten. Schick. Commander? Alarm! Der Commander wurde entführt. Durchsuchen Sie das ganze Schiff. Hier spricht Major Ellers. Commander Foster wurde entführt. Nutzen Sie all Ihre Kontakte, um ihn zu finden. Hier spricht Major Ellers. Commander Foster wurde entführt. Nutzen Sie all Ihre Kontakte, um ihn zu finden. Ich bekomme von überall her Funkbestätigungen. Wir haben bis jetzt über 1000 Spione enttarnt. Captain Sixon, wir wissen, dass alle Spione ein Sprengstoffimplantat haben. Es ist also Vorsicht geboten beim Enttarnen der Spione. Andererseits macht es mir das leichter, sie zu finden. Sprengstoffimplantate? Das schaffen wir nicht in so einer kurzen Zeit. Sie haben garantiert ein Netzwerk, um sich gegenseitig zu informieren. Vivian, du brauchst seine Hilfe. Nur er ist in der Lage, das zu vollbringen. Er ist schon hier. Ich bin gleich wieder zurück. Das ist unmöglich. Das kann es nicht geben. Captain Sixon, werden Sie deutlicher. Was kann es nicht geben? Alle Schiffe und alle Bases melden die erfolgreiche Verhaftung der Spione. Dabei erwähnen Sie, dass das Spezialteam dabei sehr geholfen hat. Jackson, mit dir und Vivian muss ich mich einmal näher unterhalten. Ich habe heute Dinge gesehen, die weit über das hinausgehen, was ich für möglich gehalten habe. Tom, alles fing mit einer Schatzsuche an. Jackson erzählte lebhaft von ihrem ersten Treffen mit dem Auftraggeber, wie sie ihr Schiff mit den von ihm erhaltenen Artefakten umgerüstet haben, sodass selbst die Reise in die Nebel von Scar ein Kinderspiel war. Der Auftraggeber hatte bestätigt, dass er sich frei in der Zeit bewegen kann. Zudem verlieh er Vivian zwei Fähigkeiten, das Zeppen und die Unsichtbarkeit durch einen Anzug. Als Jackson mit seinem Bericht endete, tauchte Vivian wieder auf. Es müssten jetzt alle Spione in Haft sein. Miss Vergo, ich hätte Sie gerne dabei, wenn ich den Commander Foster befrage. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine interessante Erfahrung für mich wird. Wenn Sie darauf bestehen. Was war geschehen? Der Auftraggeber sprang mit Vivian und Eileen nur einige Parsec in die Vergangenheit, blieb dann mit ihnen in der Vergangenheit stehen und sammelte alle Spione ein, um sie anschließend den jeweiligen Befehlshabern in der Gegenwart zu übergeben. Beim Verhör. Ich glaube kaum, dass Sie ein Loch in den Tisch schauen können. Miss Vergo, Sie hatten recht. Er gehört Ihnen. Mit mir will er ja nicht reden. Commander Foster, ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte. Ich wollte nur Jagdgewehre auf der Raumbasis Sur erwerben. Während der Wartezeit wurde mir das Stardust empfohlen. Dort traf ich auf Ihre drei Agenten. Natürlich waren sie mir sofort aufgefallen. Militärs haben ihre eigenen Bewegungsrhythmen. Mir fiel auch auf, dass sie die Bedienung bedroht haben. So fing alles an. Dann haben sie mir ihre Jäger hinterhergeschickt. Das war der Moment, in dem ich ein wenig angefressen war. Ich erkläre Ihnen, was das heißt. Nach einer unruhigen Nacht bin ich morgens etwas schlecht gelaunt. Eine Steigerung davon ist angefressen. Die nächste Steigerung ist sauer. Danach kommt richtig wütend. Glauben Sie mir, diesen Zustand wollen Sie nicht erleben. Im Moment bin ich noch etwas angefressen. Ihr Schiff liegt mit einem ganzen Geschwader in einer Raumfalte. Zwei galaktische Einheiten von der Raumbasis Zur entfernt. Sie fragen sich jetzt sicher, wie kann sie das wissen? Ich weiß es. Und Sie wissen das. Es stimmt, was ich sage. Der große Foster, Held des Terrilianischen Militär, vorgeführt von einer Frachterpilotin. Sind Sie froh, dass ich Ihnen nicht die Hosen runtergezogen habe? Commander Fork, ist das alles, was Sie aufzubieten haben? Eine junge Göre, die noch nicht einmal trocken hinter den Ohren ist. Commander Foster, ich sehe das so, dass sie einen Nerv bei Ihnen getroffen hat. Miss Vergo, fahren Sie bitte fort. Major Ellers hat eine große Suchaktion nach Ihnen gestartet. Mir scheint, sie hat sie in ihr Herz geschlossen. Ach, war das ein Zucken? Ich werde Ihr Schiff hochjagen, mit der gesamten Besatzung. Möchten Sie, dass ich Major Ellers verschone? Oh, wieder ein Zucken. Sämtliche Spione wurden mittlerweile verhaftet. Kein Implantat ist hochgegangen. Ich möchte, dass Sie, Commander Fork, alles erzählen, was er wissen will. Sie können mich mal. Miss Vergo, stop!
Commander Foster, spüren Sie das? Jetzt bin ich sauer. Ich rede. Mehrere Parsec später auf der Vergo. Miss Vergo, ich werde das Gefühl nicht los, dass Commander Foster nur bereits Bekanntes von sich gibt. Captain Sixon überprüft das gerade. Sollte das der Fall sein, bräuchten wir noch einmal Ihre Hilfe. Wie stellen Sie sich meine Hilfe vor? Könnten Sie seine Nummer 2 ebenfalls für uns holen? Verleiten Sie Commander Foster zu einer Aussage, die, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen ist, falsch verstanden werden kann. Dann bekommen Sie von Major Ellers die richtigen Antworten. In Ordnung. Ich würde Major Ellers gerne in einer angenehmen Umgebung befragen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich von Frau zu Frau einfacher tut. Wie wäre es im Botanischen Garten auf Ihrem Schiff? Gute Wahl, bis später. Sie kennen bestimmt die Anwesenden. Dennoch möchte ich Ihnen Major Ellers die Anwesenden der Form halber vorstellen. Commander Clark, Befehlshaber der Raumbasis Sir, Commander Fork, Befehlshaber der Fregatte Gammon, den ehemaligen Kommandeur der Spezialeinheiten von Antara, Jackson, zuletzt ich bin Vivian Vergo, Frachtereigner der Vergo DX-773. Miss Vergo, Sie sind mehr als das. Sie sind ein großes Geheimnis, ein Geist. Sollten Sie Geheimnisse von mir erfahren wollen, ich kann sie nicht preisgeben. Ich möchte Ihnen diese Aussage Ihres Kommandeurs vorspielen. Ist Ihnen klar, dass Sie Ihre Besatzung, insbesondere Major Ellers, damit in Lebensgefahr bringen? Sie können sie retten. Daran kann ich auch nichts ändern. Sie wusste, auf was sie sich einlässt. Ich denke, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Sollte Commander Foster für uns überflüssig werden, werde ich ihn in Zivil in eine abgelegene Bergregion auf den Planeten Terilia bringen. Soll er dies seiner Regierung mal erklären? Ihm wird niemand glauben, dass ich ihn dorthin gezappt habe. Was wollen Sie wissen? Zunächst einmal, wie wird die Falte erzeugt? Durch einen ganz besonderen Kristall. Wir erinnern uns an die singuläre Wiege und die Aufgabe durch die Indität an die Entität, sowie an das Kristallnetzwerk. Hey, was soll das? Kommen Sie zurück, das können Sie nicht machen.